Ah, ist das herrlich. Einfach mal die Seele baumeln lassen. Nicht irgendwelchen verlorenen archäologischen Artefakten hinterherjagen. Keine Bösewichte bekämpfen. Und vor allem nicht dieser Brodler. Ach nee. Mrs. Kraft! Mrs. Laura Kraft! Für Sie immer noch Dr. Kraft, Herr Butler. Kommen Sie hoch in den Helikopter. Ich lasse eine Strickleiter runter. Ach, muss ich? Na schön. Schön, dass ich Sie endlich gefunden habe. Ich muss Ihnen... Ich verstehe keinen Ton. Ach so, Moment. So. Oh, wie haben Sie das gemacht? Ich habe einfach den Filter bei Auphonic eingestellt. Also, ich brauche mal wieder Ihre Hilfe. Irgendwas stimmt mit Hoaxilla nicht. Schon wieder? Was ist denn diesmal? Ich weiß es nicht genau, aber kommt es Ihnen denn nicht merkwürdig vor, dass die plötzlich aus dem wunderbaren Hamburg mitten ins Nirgendwo ziehen? Und dann ausgerechnet auch noch nach Bayern? Das macht man doch nicht freiwillig. Na, seltsam ist das schon, das stimmt. Eben, wir müssen ins Hoaxilla Hauptquartier und uns da mal gründlich umsehen. Aber wie denn? Keiner weiß doch, wo das neue Hoaxilla HQ liegt. Ich habe mal nachgeforscht. Hier, halten Sie mal. Was, den Steuerknüppel? Aber ich weiß doch überhaupt nicht. Oh, sorry. Ich glaube, das macht nichts. Das Teil war für den Helikopter nicht so wichtig, denke ich. Was haben Sie denn da aus Ihrer Hose geholt? Ist das die Himmelsscheibe von Nebra? Ganz genau. Wie haben Sie die aus dem Museum bekommen? War ziemlich einfach. Ich habe einfach behauptet, dass ich über die Echtheit der Scheibe forsche und sie heimlich durch eine Kopie ersetzt, als ich sie ins tragbare Rastermikroskop geschoben habe. Und Sie sind sich jetzt sicher, dass das hier die echte ist? Ja, sicher, denn... wenn ich drüber nachdenke... Naja, ist auch egal. Hier, schauen Sie, die kleinen Goldpunkte auf der Scheibe. Alle glauben, dass dies bronzezeitliche Darstellung der Sterne seien. Aber wenn man sie auf eine Europakarte legt und verbindet, verlaufen die Striche genau wie die sagenumwobenen Leylinien. Und wenn dieser Goldpunkt hier Hamburg ist, das ist Stonehenge und hier die Bostischen Pyramiden und das hier drüben Bielefeld ist, dann ist dieser große Goldpunkt hier unten... Ganz genau. Schloss Neuschwanstein. Sehen Sie, da draußen ist es bereits. Oh, sorry. Das war mein Handy. Das ist nicht mein Handy. Nein, das ist der Helikopter. Mist, wir stürzen ab. Haben Sie Fallschirme an Bord? Das nicht. Wir springen damit ab. Ist das etwa ein Schlauchboot? Fast ein rosa Flamingo zum Aufblasen. Los, raus hier und verlieren Sie bloß die Himmelsscheibe nicht. Mein armer Helikopter. Das 2 Tage vor seiner Pensionierung. Mein Beileid. Aber immerhin sind wir noch mehr oder weniger an einem Stück. Und wie kommen wir jetzt da rein? Das Schloss ist eine Festung. Hier. Auf der Rückseite der Himmelsscheibe ist eine Blaupause vom Schloss eingraviert. Sehen Sie? Hier vorne ist ein geheimer Eingang in den Untergrund. Was macht denn ein Plan eines Schlosses aus dem 19. Jahrhundert auf einer bronzezeitlichen Scheibe? Ach, Details, Details. Hier ist die Falltür. Gehen Sie zuerst? In das stinkende Loch? Auf gar keinen Fall. Na gut, rette ich die Hoaxillas halt alleine. Wünschen Sie mir Glück. Also mal sehen. Hier erst einmal an der Selbstschussanlage vorbei. Hoppla. Dann durch die rotierte Messer. Wach, Leoparden. Na, aber damit habe ich gerechnet. Hier habe ich mitgebracht. Feine Schnitzel. Brav. Happa, happa. Du bist... ja, du bist ein ganz, ganz feiner. Ja, du bist ein ganz feiner. Ja. Oh, ich glaube, ich muss weiter. Okay, jetzt über diesen bodenlosen Abgrund. Ach, so, das hätten wir. Jetzt nur noch... Hallo, Herr Butler. Wo
Wo kommen Sie denn plötzlich her? Von oben. Die Haustür war nur angelehnt. Ach, was? Wirklich? Na schön. Aber gut, dass Sie jetzt doch da sind. Ich wollte ja nicht, dass nur Sie alleine Spaß haben. Wie also weiter? Hier hinten müsste das geheime Hoaxilla-Podcast-Studio sein. Oh, die Skeptikats. Wie süß. Wollt ihr gekrault werden? Hm? Dr. Kraft, bitte kommen Sie jetzt endlich. Oh ja, na gut. Oh, feudal hier. Marmor, Gold, silberne Kandelaber. Und was ist das an den Wänden? Eierkartons? Ja, gegen den Hall beim Aufnehmen. Jetzt aber psst. Ich quasi aufgewachsen bin. Im Prinzip rollt man bei dieser Geschichte ganz oft das Pferd. Nee, man zäumt das Pferd von hinten auf und beginnt mit Vielleicht den Auswirkungen. Kann man das Pferd auch aufrollen. Oh wei. Die armen Pferde. Es ist einfach zu warm. Machen Sie einfach. Ich komme nochmal rein. Ja, komm nochmal. Normalerweise zäumt man bei diesen Geschichten. Das wird. Oh Mist. Der Sprachmodulator ist zu mir abgeraucht. Schon wieder. Wie lange müssen wir den Kram hier denn noch machen? Und diese Maske. Runter. Ding. Ich ziehe noch ein bei der Hitze. Ruhig, Kleiner. So eine Welt erobert sich nicht von selbst. Hätte ich mich doch bloß nicht freiwillig für diese Mission gemeldet, könnte immer noch so schön im kühlen Büro in Neuschwabenland am Südpol sitzen. Jetzt flehen nicht rum. Wir haben noch ganz viel zu tun. Die August-Folge muss noch fertig werden, sonst kriegen wir noch von der NWO aufs Dach. Du hast ja gut reden. Butler, was ist das hier alles? Ganz wie ich es mir gedacht habe. Die Hoaxillas wurden durch Doppelgänger ersetzt. Die Reptiloiden wollen die Weltherrschaft an sich reißen und nutzen die Reichweite des Hoaxilla-Podcasts. Schlau. Na, aber eigentlich war es ja auch auffällig. 2 Folgen pro Monat, dazu die Vorträge und die ganzen Ferngespräche, das kann man doch als Mensch überhaupt nicht schaffen. Stimmt, die Bücher, die Anime-Serie und die Gastauftritte in anderen Podcasts nicht zu vergessen. Eben. So, jetzt aber leise. Noch haben sie uns nicht bemerkt. Oh, sorry, die blöde Scheibe ist aber auch ganz schön schwer. Halt, stehen bleiben! Haben wir euch. Ihr steckt in der Falle. Das hinter euch ist ein Abgrund, der reicht runter bis zum Erdkern. Da wollte ich an eurer Stelle nicht reinstürzen. Moment, das heißt, die Erde ist also doch eine Kugel? Was Kugel? Moment, ich muss noch mal kurz nachschauen. Du hast dich da reingestoßen? Du Monster! Hatte nur 2 Tage bis zu seiner Pensionierung. Und du bist der Nächste. Gute Arbeit, Frau Kollegin. Hier, schauen Sie, da ist eine Tür. Das sind die Hoaxillas. Oh, die Tür ist abgeschlossen. Haben Sie eine Kreditkarte? Ich habe was Besseres. Wusste ich doch, dass die Schieferuntersetzer für irgendwas gut sein müssen. Ich mache euch die Fesseln los und nehme die Knebel ab. Ein Riesendank an euch. Vielen Dank auch nochmal. Gerne. Jetzt aber nichts wie raus hier. Ist das wieder Ihr Handy? Leider nicht. Selbstzerstörung aktiviert. Diese Anlage zerstört sich in 20 Sekunden. Nichts wie raus hier. Was ist mit den Skeptic-Cats? Ach, die sorgen schon für sich selbst. Das ist schon alles sehr, sehr verrückt. Raus jetzt! Ist Ihnen schon mal aufgefallen, dass wir am Ende jeder Folge immer um unser Leben rennen? Halten Sie die Klappe und laufen Sie! Na, und bevor ich es vergesse, danke für die 300 fantastischen Folgen von Hoaxilla. Ohne euch wäre die Welt ein Stückchen ärmer. Verflixt, meine schöne Strumpfhose. Die stand 2 Tage vor ihrer Pensionierung.
sie weg? Ja, die Luft ist rein. Unsere Tarnung ist nicht aufgeflogen. Alles verlief genau nach Plan. Sie halten uns immer noch für die Skeptikets. Sehr gut. Dann wird es Zeit, dass Sie den Funkspruch an unsere Sternbasis auf Beta Geuze schicken, damit die Invasion der Erde endlich beginnen kann. Wegtreten, Gefreiter. Hopp, hopp. Zu Befehl, Herr General. Und weg ist er. So, schnell zum Funkgerät. Moment, ist das ein Wollknäuel? Ja. Ach, der Funkspruch kann bestimmt auch noch etwas warten. Der skeptische Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur 300. Episode von Hoaxilla, dem skeptischen Podcast. Wie immer bei mir die wunderbare Hoax-Mistress Alexa. Halli, hallo ihr da draußen, herzlich willkommen zu dieser neuen Hoaxilla-Folge. Und bei mir ist natürlich wie immer auch heute der wunderbare Alexander Hoaxmaster. Und was ihr gerade gehört habt, ist ja schon fast traditionsgemäß ein, ich weiß gar nicht, wie sagen soll, aufwendiges Hörspiel, eine aufwendige Hörspielproduktion aus dem Hause der Buddler. Vielen, vielen Dank dafür, dass wir auch in der 300. Episode wieder die Abenteuer des Archäologenteams erleben dürfen. Immer wieder ein Fest und ein Genuss, da reinzuhören. Und wir freuen uns, dass wir die 300. Folge haben. Wer jetzt sagt, oh verdammt, ich wollte doch auch was produzieren, macht nichts. Schickt uns was ein, wenn ihr Glückwünsche habt. Wir bauen die dann einfach im Laufe der nächsten Folgen einfach ein, weil wir finden, dass man bei 300 Episoden im 12. Jahr eines Podcasts auch mal länger als eine Episode feuern darf. Wir haben noch einen Einspieler bekommen, den werden wir euch nachher vorspielen. Und wir sind dankbar, glücklich, zufrieden hier im Studio 1, im Hoaxilla Bavaria Hauptquartier diese Folge aufnehmen zu dürfen. Und was passt als Thema denn besser zu einer 300. Folge als 300, ja, die Spartaner. Ja, das war wirklich eine tolle Idee, die wir einem ganz besonderen Menschen zu verdanken haben. Vielen Dank. Genau, lieber Lars, Lars Nava, der dann gesagt hat, warum machst du denn nicht das als Thema? Und wer Lars nicht kennt, der kann gerne in Auf Distanz hineinhören, einen wunderbaren Astronomie- und Raumfahrt-Podcast. Und wir haben irgendwie gechattet und es ging um die 300. Folge und Lars sagte, warum denn nicht 300 und die Spartaner? Ja. Das machen wir jetzt. Und bevor wir aber auf dieses Thema eingehen, gibt es auch in der 300. Episode eine Geschichte von dir, Alexa. Genau. Die Story der Woche. Zu Ehren von Lars Naber, der uns auf das Folgenthema Sparta und 300 gebracht hat, ist die Story heute nicht im Sinne von Sparta oder 300, sondern sie ist spacig. Sie hat zu tun mit einem bestimmten Foto, das ja seit kurzer Zeit in den sozialen Medien herumgereicht wird. Ein Foto, das die Astronauten Buzz Aldrin und Neil Armstrong ganz eindeutig in einem Studio zeigt, vor einem Lunar Lander in ihren Spacesuits, und sie tun da Dinge, die man so auf dem Mond tut. Man sieht auch einen Scheinwerfer, man sieht eben auch ganz deutlich einen Hintergrund, der darauf hindeutet, dass das irgendwo drinnen aufgenommen wurde in einem Studio. Jetzt könnte man ja sagen, das ist der ultimative Beweis dafür, dass die Mondlandung doch gefaked ist. Denn dieses Foto ist echt, es existiert und es sieht auch so aus, wie es da herumgereicht wird in den sozialen Medien. Bloß ist der Kontext die Frage, stimmt es, dass ein Beweisfoto aufgetaucht ist, das die gefakte Landung auf dem Mond zeigt, oder ist der Kontext vielleicht doch ein anderer? Dass wir davon ausgehen natürlich, dass man auf dem Mond gewesen ist, ist völlig klar.
Und unser Freund Holm Hündler, der ja auch schon den einen oder anderen durch die Ferngespräche bekannt sein sollte, hat da auch verschiedene Vorträge zu. Da können wir nochmal einen Vortrag auch verlinken, wo er darüber redet, ob wir denn jetzt auf dem Mond waren oder nicht. Er hat sehr viele Argumente aufbereitet. Aber jetzt geht es ja um dieses Foto. Mhm. Warum ist das denn gefaked? Mhm. Das erfahren wir natürlich am Ende der Sendung und wollen jetzt noch einen weiteren Hörer zu Wort kommen lassen, als Gast hier in der 300. Episode, nämlich den Daniel. Und Daniel hat uns auch ein paar liebe Worte zur 300. Folge eingesprochen. Und deswegen lauschen wir jetzt zunächst mal Daniel und dann geht's weiter mit dem Thema der Sendung. Ihr Lieben, diese Formulierung benutzt nicht nur Alexa gerne, sondern auch ich. Ich bin der Daniel, höre Ruxilla seit ziemlich genau 10 Jahren. Und das immer noch mit derselben Begeisterung wie am Anfang. Ich habe damals noch Drehbuch studiert, seitdem ebenfalls, wie ihr auch, 2 Umzüge hinter mir und schon jede Menge Inspiration durch euren Podcast erfahren dürfen und auch die Gewissheit bekommen, dass es noch andere Menschen gibt, die sich so für ein wissenschaftlich-kritisches Weltbild einsetzen, wie ich es auch tue, beziehungsweise ihr tut das noch viel mehr. Ich danke euch für eure Offenheit, die ihr immer an den Tag legt und auch das persönliche Gespräch, das ich mit Alexander über eine Idee von mir führen durfte. Es ist nach wie vor toll zu beobachten, wie er mit einer solchen Ehrlichkeit im Gepäck weiter an euren Aufgaben wächst. Auf noch weitere 300 Folgen oder 600 oder 3000. Macht einfach so weiter und bleibt, wie ihr seid. Dankeschön und bis demnächst. Thema der Woche. Das ist Sparta! Ja, auch wer den Film aus dem Jahre 2006 nicht gesehen hat, kennt vermutlich diesen Spruch. Oder die Memes, die daraus sich ergeben haben. Hier Jared Butler in der Rolle des König Leonidas, der einen persischen Boten in dieser Szene erst anschreit und dann mit einem Fußtritt in einen Brunnen hinunter verfrachtet. Wir wollen auch und müssen natürlich über den Film 300 von Zack Snyder sprechen, aber generell ist das Thema der Spartaner, der spartanischen Kultur und natürlich dann der Schlacht bei den Thermopylen und die Frage, haben denn die Spartaner dafür gesorgt, dass wir heute in Europa demokratisch leben? Sind sie die Verfechter der Demokratie gewesen? Warum haben eigentlich die Nazis sie verehrt? Was haben die identitären Bewegungen mit den Spartanern zu tun? Und warum ist das eigentlich alles so ein Riesenkomplex? Dem wollen wir uns heute erstmal widmen. Genau, vielleicht erstmal die Klischees, die Spartaner. Achtung, jetzt kommen die Klischees, ich betone es nochmal. Stellt euch jetzt vor, dass ich alles die ganze in Anführungsstrichen Zeit in der Hochsmistisch sitze und jetzt halt Anführungszeichen mache. Ja, haben ihre Kinder auf eine bestimmte Art und Weise erzogen. Sie haben, bevor überhaupt die Erziehung losgehen konnte, erstmal ausgewählt, welche Kinder leben durften und welche nicht. Die schwächlichen Kinder, nachdem alle Neugeborenen geprüft wurden, wurden ausgesetzt oder wahlweise in einen Abgrund geworfen. Die militärische Erziehung stand im Vordergrund. Es wurden alle gedrillt mit Proben, die sie bestehen mussten, die unter anderem darin bestanden, dass man sozusagen als große Abschlussprüfung irgendwo alleine in der Wildnis ausgesetzt wurde und da längere Zeit überleben musste. Die Spartaner waren alle Soldaten durch und durch, die heldenhaft gekämpft haben. Es haben 300 Spartiaten alleine bei den Thermopylen die bösen Perser unter König Xerxes aufgehalten und haben damit einen Mythos, einen Heldenruhm begründet, der bis heute noch anhält. Und auch die Frauen in Sparta waren frei und stolz und unbeugsam und gedrillt und schön, alle à la Lina Hadley, und waren wesentlich freier und überhaupt waren die Spartaner wesentlich cooler und freier als alle anderen Griechen in den anderen Stadtstaaten und die absoluten Helden, ein Volk von Helden durch und durch. Und interessant dabei ist, glaube ich, wenn wir jetzt versuchen, mal einen realistischen Blick auf die Spartaner und die spartanische Kultur zu werfen, dass
das extrem schwierig ist. Es ist unfassbar komplex. Also das Maß an Komplexität hat mich bei der Recherche selber auch überrascht. Man hat natürlich irgendwie so gewisse Dinge im Kopf und wir wissen beide, Alexander und ich, aus jahrelanger Erfahrung, dass man Quellen immer mit Vorsicht genießen muss. Und trotzdem haben sich gewisse Dinge, also zumindest in meinem Kopf, durchgesetzt, die ich nie so wirklich hinterfragt habe. Und wenn man da mal genauer hinguckt, dann wird es auf einmal ultra spannend und faszinierend und man merkt halt, es gibt keine einfachen Antworten auf manche Fragen. Das große Problem, was wir haben, wenn es um Sparta im Allgemeinen geht und die spartanische Kultur, ist, wir müssen ja gucken, woher wissen wir eigentlich, was da so stattgefunden hat. Und das Problem dabei ist, dass die Quellenlage zu Sparta, sagen wir mal, dünn ist. Wir wissen Geschichte, also je mehr Menschen aufgeschrieben haben über ihre Lebensumstände, desto mehr wissen wir darüber. Da wissen wir dann aber auch immer, naja, das ist immer getönt. Also jemand, der etwas aufschreibt und Geschichtsschreibung betreibt, der hat natürlich einen gewissen Ansatz, warum er das tut. Und das wird dann normalerweise unterstützt durch archäologische Funde und dann kann man diese Quellen, also Bücher, Schriften, was auch immer, Einkaufslisten im Zweifelsfall, was man halt so findet von einer Kultur, mit archäologischen Funden vergleichen. Im Wesentlichen gibt es nur 2, 3, 4 Quellen über die Spartaner überhaupt. Zum Beispiel Plutarch hat relativ viel über die Spartaner geschrieben. Xenophon, ein griechischer Geschichtsschreiber, Philosoph, wie die ja damals alle so waren. Ja, und Herodot. Und Herodot hat darüber geschrieben. Jetzt müssen wir schon mal einschränkend sagen. Ich hole schon Luft. Ja, dass die in der Rückschau so ein bisschen in die Vergangenheit hinein zum Teil schon auch Sachen beschrieben haben. Da gibt es auch Abstufungen. Also Herodot und Xenophon waren noch relativ nah dran zeitlich. Plutarch, also wenn wir jetzt von der Zahl 480 Schlacht bei den Thermopylen, also 480 vor Christi Geburt, ausgehen. Wie gesagt, da waren Xenophon und Herodot noch relativ nah dran. Plutarch war ungefähr 500 Jahre später, also wirklich zeitlich nach Christi Geburt quasi genau dann schon weit weg. Und das spielt natürlich auch immer eine Rolle bei solchen Betrachtungen. Bei Plutarch kommt noch dazu, dass er gar nicht den Anspruch hatte, wirklich Geschichtsschreiber zu sein, also haarklein irgendwelche Daten festzuhalten, sondern er hatte einen ganz klaren, also er sah sich selber auch eher so als Schriftsteller, als von der schreibenden Zunft und hatte auch einen ganz klaren moralischen Anspruch. Und auch bei Xenophon muss man sagen, von dem weiß man sehr, sehr viel. Also der hat eine ganze Schrift verfasst über den spartanischen Staat und dessen Aufbau. Der war aber insofern nicht ganz neutral, weil er ein Riesenfan von Sparta war, obwohl er Athener war. Und wir haben da schon gleich ein ganz interessantes Spannungsfeld zwischen Athen und Sparta. Man sagt ja immer so, oder das Klischee ist ja, dass die Spartaner irgendwie da für die Demokratie gekämpft haben. Und es stimmt ja auch, dass das antike Griechenland die Wiege der Demokratie ist. Das sagt man nicht von ungefähr. Also Athen muss man aber einschränkend sagen. Genau, da denkt man eher an Athen. Und die Spannung, also das Verhältnis zwischen Athen und Sparta war auch nicht immer so das Allertollste. Und in der Tat, da kommen wir jetzt schon langsam zu den Sparta-Fakten, ist es so, dass die Spartaner, also die Leute, die in der Gegend von Lakonien und in der Stadt Sparta gelebt haben, durch militärischen Drill und eine sehr, sehr zielführende Gesellschaft, die sie sich da aufgebaut haben, zu gewissem Ruhm gelangt sind und auch gewisse Erfolge verbuchen konnten. Aber das Blatt ist jetzt auch nicht so voll von Erfolgen, wie man das so im Nachhinein oft im Kopf hat. Vielleicht beschreiben wir so ganz kurz einmal die Gesellschaftsstruktur der Spartaner. Und wir müssen da beginnen, im Grunde genommen damit, dass die Spartaner alles andere als Demokraten waren. Ja, die spartanische Kultur hat ganz klar Sklavenhaltung unterstützt. Es gab ein sehr, sehr strenges Kastensystem. Du hast vorhin schon einmal den Begriff Spartiaten benutzt. Das waren tatsächlich Krieger höheren Standes, die Agoge, die Ausbildung, beschreiben wir gleich nochmal, als Kinder durchlaufen haben. Die waren freie Bürger, die durften sich dann Spartiaten nennen und die hatten aber auch nur einen einzigen Beruf, Krieger sein.
die gesamte andere Kultur, also Handwerker, Bauern, alles, was man natürlich brauchte, um eine Kultur aufrechtzuerhalten, ist durch Sklaven, durch die sogenannten Heloten geregelt worden. Das heißt, die Spartaner, die Spartiaten haben im Grunde genommen in einer relativ kleinen Personenanzahl eine große Anzahl von Sklaven gehalten, die für sie die Dinge des alltäglichen Lebens geschaffen haben. Es gab ein paar freie BürgerInnen auch in dem spartianischen Staat. Das war aber auch eine geringe Anzahl, die diesen Rang erwerben konnten. Das allermeiste, was in Sparta vorhanden war, waren Sklaven. Und mit denen ist man wirklich nicht zimperlich umgegangen. Also zum Beispiel gehörten zu diesen Heloten, zu diesen unfreien Menschen, die alle möglichen Arbeiten zwangsmäßig verrichten mussten, auch die Einwohner des benachbarten Messenien, die mal kurzerhand von den Spartiaten unterworfen wurden. Und wir haben, das ist jetzt wieder, da beginnt es wieder, da ist es so ein bisschen umstritten. Es gibt zumindest Quellen, die berichten, dass die Spartiaten einmal im Jahr den Heloten den Krieg erklärt haben, denn was sie hatten, war ein Ehrenkodex. Also man durfte, man musste sich schon auch an Gesetze halten im antiken Sparta und durfte nicht beliebig Menschen töten. Das Töten von Menschen war aber natürlich in Kriegszeiten erlaubt. Und um die Heloten zu kontrollieren, war es in der Ansicht der Spartiaten manchmal durchaus hilfreich, da auch mal den einen oder anderen Heloten umzubringen. Das ging aber vor dem Gesetz nur, wenn man im Kriegszustand bestand. Und da gibt es dann Quellen, die behaupten, dass einmal im Jahr formal die Spartiaten den Heloten den Krieg erklärt haben, damit sie ungestraft Heloten als Züchtigung zum Beispiel töten konnten, damit die Sklaven weiter in Angst vor den Spartiaten lebten. All diese Dinge, die wir euch schildern, sind immer ein bisschen mit Vorbehalt also wieder zu betrachten. Kriegserklärung, das mit den Heloten, ja, und das mit den unterworfenen Heloten schon, Messinien genau. Nicht, ja. Aber das mit diesem Kriegserklärung, ja. Zum Beispiel immer vorsichtig, deswegen habe ich auch ein paar Mal in Anführungsstrichen, ja, gesprochen, nur so ein Eindruck. Und das erklärt jetzt aber auch schon dieser Zustand, also ein riesiges Heer von Sklaven, was man dominieren musste, warum es so wichtig war, dass die Spartiaten zum einen natürlich trainiert waren und in Waffenkunst ausgebildet waren und quasi als unschlagbar galten, damit man eben die Sklaven unterdrücken konnte. Und das war ganz wichtig, dass man diesen Dünkel erreichte. Die spartanische Kultur war dementsprechend auch darauf ausgerichtet. Wir können ja ganz kurz mal beschreiben. Also das mit den, fangen wir mal mit den schwächlichen Kindern an. Das kennt ja jeder, dass die schwächlichen Kinder in Sparta in eine Schlucht geworfen werden sollten, damit sie verstarben. So wird es ja häufig beschrieben. Und es hat Fälle gegeben von missgebildeten Kindern oder von Kindern, die blind oder taub waren, wo man das finden konnte, die ausgesetzt wurden. Da war es aber häufig so, dass sie dann doch gefunden wurden und von anderen Familien aufgezogen wurden. Das gibt es durchaus in Berichten. Und diese Schlucht ist eigentlich der Berg Taygetos. Da wurde laut den Geschichtsschreibern, die wir anfänglich schon erwähnt haben, eben diese Kinder hinabgeworfen, wenn sie nicht dem spartanischen Ideal entsprochen hätten. Die Quelle hierfür ist Plutarch wiederum, also relativ weit weg, und beschreibt den Staat Sparta mit einem gewissen Anspruch, insofern mit Vorsicht zu genießen. Man hat dann aber, du hattest ja schon so schön erklärt, warum auch die Archäologie neben den Quellen so wahnsinnig wichtig ist. Man hat sich gesagt, dann machen wir doch dort mal Ausgrabungen. Und das Spannende ist, dass man da tatsächlich auf Knochenfunde gestoßen ist, also auf Knochen gestoßen ist. Und die hat man dann analysiert. Man konnte rekonstruieren, wie die gelebt haben, also zum Beispiel, wie die Ernährung ausgeschaut hat. Und hätte man Knochen gefunden, die von Säuglingen oder Neugeborenen gestammt hätten, die alle auf eine gewisse Art und Weise gelebt haben, dann hätte man sagen können, das sind Kinder aus einer bestimmten Region, die dort getötet wurden. Man hat aber die Knochen von Erwachsenen gefunden. Wobei man natürlich sagen muss, die Säuglinge sollen ja relativ schnell nach der Geburt dann umgebracht worden sein. Das heißt, da konnte man das nicht, was du gerade beschrieben hast, ist tatsächlich, dass man durch Radioisotopenanalysen,
Also man hat die Knochen, die man gefunden hat, waren erwachsene Menschen. Mhm. Also Punkt 1, man hat gar keine Säuglings- oder Kinderknochen dort gefunden in dieser Schlucht Taygetos. Und die, die man gefunden hat, die wollte man natürlich dann überprüfen, wollte sagen, sind das denn zumindest Spartaner, die da in die Schlucht geworfen wurden, warum auch immer. Und da hat man ein sehr uneindeutiges Bild gefunden. Also man kann mit Radioisotopenanalyse und Massenspektrometrie Massenspektrometrie, so richtig, mein Gott. Zumindest in Teilen nachweisen, den Artikel werden wir euch verlinken, wie die sich ernährt haben, ob es eben mehr Weizen, Getreide, Nahrung war oder Fisch oder Fleisch oder wie auch immer. Und man hat da ein sehr uneindeutiges Bild gefunden und den Schluss, den die Archäologen gezogen haben, ist, dass dort wahrscheinlich in diese Schlucht verurteilte Menschen hineingeworfen wurden. Was man relativ genau sagen kann, ist, aus welcher Zeit die stammen. Und zwar aus der Zeit des Zweiten Messenischen Krieges. Da hat man dann ungefähr von 669 bis 657 vor Christus gegen das benachbarte Messenien gekämpft. Insofern passt es natürlich zu Sparta und den Konflikten mit den Nachbarn schon irgendwie. Man weiß aber nicht, waren das jetzt Spartaner, die da irgendwie entsorgt wurden oder getötet wurden, oder waren das Verbrecher oder Verräter oder Kriegsgefangene oder was auch immer. Das Bild ist eben sehr uneindeutig. Und was wir hier aber zumindest jetzt erstmal sagen können, ist, dass wir Plutarch als die am häufigsten zitierte Quelle von den Säuglingen, die von den Spartanern, die schwächlichen Säuglinge, die dann umgebracht wurden, das kann man zumindest archäologisch nicht nachweisen. Wir wissen, dass Plutarch das sehr, sehr viele Jahre, Jahrhunderte nach der eigentlichen spannenden Hochzeit, vor allen Dingen nach der Schlacht von den Thermopylen, geschrieben hat, sodass wir heute nicht wirklich wissen, ob es das gegeben hat. Es hat schon in der Vergangenheit, aber nicht nur in Sparta, das Aussetzen von Säuglingen gegeben, in der Tat, so traurig wie das ist. Aber ob es in dieser Art und Weise und in diesem Umfang, wie Plutarch es beschrieben hat, stattgefunden hat, das ist eher zweifelhaft, sagen wir mal, nach aktuellem Kenntnisstand. Wer weiß, vielleicht findet man irgendwann archäologische Funde, die es dann doch wieder stützen. Aber aktuell ist es eher umstritten, diese Erzählung. Genau, wenn wir jetzt ein bisschen weiter gucken, was mit den Kindern passiert ist in Sparta und dann zur Agoge kommen, also zu dieser Ausbildung, zu der Erziehung, finden wir ja noch heute in dem Wort Pädagogik. Dann müssen wir natürlich schon drüber reden, dass man die, gerade die männlichen Kinder, auf den Militärdienst vorbereitet hat. Also die Ausbildung zu Soldaten spielte schon eine Rolle. Es spielte aber auch Tanz eine Rolle, Sport, natürlich alles immer vor dem Hintergrund, wie dient es der Gesellschaft oder wie weit ist es in die religiösen Pflichten verbunden. Die Spartaner waren ja auch sehr, sehr religiös, sehr, sehr fromm, haben sehr, sehr viele religiöse Feste gefeiert. Und da gab es natürlich schon solche Dinge, wie dass man dann in der Gruppe irgendwie ausgesetzt wurde und dann überleben musste. Es wurde auch beigebracht zu stehlen und sich irgendwie durchzuschlagen und zu versorgen. Man musste sich bei diesem Stehlen, bei diesem Diebstählen natürlich nicht erwischen lassen, denn das bedeutete wiederum eine Strafe. Jetzt ist die Frage, wurden sie dann für das Stehlen bestraft oder dafür, dass sie sich haben erwischen lassen? Das ist natürlich auch wieder so eine Perspektivenfrage. Aber vermutlich diente das dazu, dieser Teil der Ausbildung, dass man sich hinter feindlichen Linien irgendwie versorgen musste, ohne von Nachschub aus dem Heimatland abhängig zu sein. Und was wir hier erleben, du hast es schon angedeutet, ich will es noch ein bisschen konkreter machen, das ist ein klares Beispiel für einen totalitären Staat. Denn die Jungs wurden mit 7 Jahren von ihren Eltern getrennt und kamen in eine Kleingruppe hinein, die einen erwachsenen Betreuer hatte, einen sogenannten Mentor, an dem man den dann sich auch band. Und dann fand das statt, was du gerade schon beschrieben hast. Der Tanz in einigen Quellen, die du beschrieben hast, ist eher wohl so zu verstehen, dass man in diesen Phalanx-Situationen, also sprich, wenn man mit Schilden und Speeren, das zumindest in Teilen an ein, zwei Einstellungen in diesem 300-Film gar nicht so falsch dargestellt, wenn auch völlig übertrieben natürlich, weil die nicht nackig waren, sondern Rüstungen getragen haben, aber das machen wir nachher nochmal, diese Choreografien einzuüben, das war auch Bestandteil der sogenannten Tanzübungen, die in der Agoge stattgefunden haben. Was man
findet, ist, dass es im Grunde genommen in drei Phasen stattgefunden hat, also bis 7 Jahre bei den Eltern, dann ab dem 7. Lebensjahr kamen sie in die Paides, so wurde das genannt, da waren sie dann bis zum 14. Lebensjahr in dieser Grundausbildung. Die mussten auf selbstgebastelten Betten schlafen, du hast das schon mit der Nahrung beschrieben, die wurden ausgesetzt, die mussten sich zum Teil ihr Essen selber jagen, damit sie abgehärtet sind. Sie hatten, so wird es beschrieben, nur ein Mäntelchen an, damit ihnen die Hitze und die Kälte auch nichts ausmachte. Also so wird es zumindest beschrieben. Mit 14 Jahren dann in die Perdeskoi. Mein Griechisch ist nicht gut, ich hoffe, das ist so halbwegs richtig übersetzt. Die männlichen Jugendlichen, die nächste Phase, da ging es dann auch um Kampf- und Waffentechniken, die ihnen beigebracht wurden. Und dann so mit 20 dann die Zeit der Hebontes, da waren sie dann die jungen Männer. Und dann so ab dem 30. Lebensjahr waren sie dann, wenn sie das alles erfolgreich durchlaufen hatten, Spartiaten. Es war aber in dieser Hebontes-Zeit schon eigentlich Usus, dass man ihnen eine Frau zuteilte und diese Ehen dienten im Grunde genommen nur dem Zweck, da sind wir wieder beim totalitären Staat, gesunde, starke, eigentlich männliche Krieger zu gebären. Frauen waren jetzt nicht verpönt, die hat man nicht ausgesetzt, Mädchen, die geboren wurden, weil die waren ja wichtig, weil nur Frauen konnten neue Spartiaten gebären. So schlau war man ja. Das ging ja nicht anders. Aber es war dann auch so, wenn man verheiratet war und die Frauen dann entsprechend hoffentlich Kinder geboren hatten, dass die Verbindung zu den Ehefrauen meist nicht so eng war wie zu der Gruppe, mit der man gemeinsam aufgewachsen ist in der Agoge und auch zu dem Mentor. Das heißt, die Ehen waren eher so Zweckehen, was aber dazu führte, dass die Ehefrauen der Spartiaten, weil sie in der Gesellschaft ja nicht ganz unwichtig waren, ein relativ freies Leben zumindest hatten. Wenn man denn innerhalb des Systems. Innerhalb des Systems, nicht Oberschicht sowieso und genug Sklaven, die sich um einen gekümmert haben, dann war das okay. Interessant hierbei auch die Tatsache, dass, sagen wir mal, Ehebruch jetzt auch insofern nicht ganz so schlimm war, wenn dann dabei neue Spartiaten herauskamen, dann war das auch okay. Aber man merkt schon hier in so einem totalitären System, ähnlich wie es ja auch die Nationalsozialisten zum Beispiel angestrebt haben, ist es wichtig gewesen, die Kinder früh zu trennen und in eine staatliche Obhut zu nehmen, die dann auch sofort die Staatsräson übermittelt hat. Das war im Grunde genommen das System, damit man dann mit 30 die Spartiaten, die dann die Heloten wieder unterdrücken konnten. Wer jetzt sagt, ja, aber in Athen waren dann doch die Frauen bestimmt freier. Also das war auch nicht unbedingt so der Fall, denn Frauen waren da eigentlich fast noch eher in den häuslichen Bereich verbannt, als das in Sparta der Fall war. Also man kann nicht davon ausgehen, dass die Frauen sich in Athen politisch betätigen durften und überall frei mitreden durften. Das war natürlich, also alles, was mit Politik zusammenhängt, auch eher Sache der Männer. Genau, die durften schon durch die Stadt laufen, das war so, aber die sind halt nie in politischen Debatten dabei gewesen oder solche Dinge. Aber jetzt kommen wir schon zu einem interessanten Punkt, nämlich Athen und Sparta. Mhm. In der hellenistischen Hochzeit Athens gab es dann durchaus Menschen, die ja so eine griechische Dekadenz, Vetternwirtschaft, natürlich auch in einer formalen Demokratie, das darf man sich ja nicht so vorstellen wie unsere heutige Demokratie, auch das war ein Kastensystem natürlich, immerhin mit dem Gedanken, dass es eine gewisse Ordnung von freien Menschen gibt, die gleiches Recht hatten, aber du hast gerade schon sehr schön geschrieben, dass Frauen halt nicht ganz so frei demokratisch waren wie die Männer in antiken Athen, aber das passte ja vor allen Dingen den Adligen in Athen eigentlich nicht und die fanden ja eher so ein totalitäres System zum Teil ganz spannend. Und da beginnt auch so ein Stück weit die Verklärung Spartas, auch in Athen. Es gab in Athen Fans, die Demokratie jetzt gar nicht so cool fanden. Sagen wir mal, die Alternative für Athen, die AFA, um das mal so zu nennen. die hätten so eher so ein totalitäres System eigentlich ganz schick gefunden und haben dann sehr mit Sparta geliebäugelt, was sogar dazu führte, da gibt es Quellen, die das berichten, dass es athenische Bürger gab, die sich wie Spartaner gekleidet haben und dann so auch durch die Stadt gelaufen sind, um ihre Sympathie mit Sparta auszudrücken. Ja, da merkt man eigentlich schon mal, wie komplex die Lage wirklich ist und dass an diesem Mythos Sparta schon zur Zeit des Bestehens von Sparta gearbeitet wurde. Mhm. Und auch später, als dann die Römer
in der Vorherrschaft waren und die Römer sozusagen den Vorteil hatten, haben die Spartaner kräftig mitgemacht, als die Römer nämlich gesagt haben, so war Sparta und this is Sparta und so weiter. Also an diesem Mythos wurde ständig mitgebaut. Es ist ja auch irgendwie ganz cool, wenn du als Stadtstaat als unbesiegbar giltst und als militärisch gedrillt und als Vorzeige, ja, wie soll ich es nennen? Nicht Diktatur, aber als Vorzeigestaatssystem, das ziemlich rigoros auf seine Bürgerinnen und Bürger einwirkt, kann ja nicht schaden. Ist ja irgendwie auch ganz nett. Insofern ist natürlich dieses Bild, das wir heute haben, schon in den zeitgenössischen Quellen in gewisser Weise nicht ganz das, was unter Umständen den Tatsachen entspricht. Wir können aber wahnsinnig schlecht en Detail diese Tatsachen überprüfen. Dazu müsste man viel mehr Möglichkeiten haben, das archäologisch noch mitzubelegen. Das ist aber wahnsinnig schwer. Was man sagen kann, ist, dass zum Beispiel Monumentalbauten fehlen und man anhand der archäologischen Befunde allein gar nicht feststellen könnte, dass Sparta so eine, also bis zur Schlacht von Leuktra ungefähr, so eine Vormachtstellung in Griechenland hatte. Und wenn wir jetzt langsam dazu kommen, mal über die Schlacht bei den Thermopylen zu sprechen, dann ist das mit dem Mythos auch nicht mehr ganz so weit hergeholt, weil da nämlich schon ein gewisses Bild vorherrschte und erst recht hinterher diese Heldenverehrung wirklich schon in der Antike losging. Vielleicht, bevor wir dann auf die Thermopylen und so langsam einschießen, noch ein Satz mehr, du hast schon gesagt, also keine großen Prunkbauten, das gab es alles nicht. Wie war sonst die Staatsform? Es gab zwei Könige im Grunde genommen, aber auch hier muss man sagen, also Leonidas, in dem Film wird er jetzt der König der Spartaner, der Spartiaten dargestellt. Es gab immer zwei Könige, die unterlagen aber auch dem Gesetz. Die haben eher so etwas wie so einen Feldherrenstatus gehabt und es war immer so, dass einer dann in die Kriegszüge loswanderte und der andere blieb vor Ort, um die Staatsgeschäfte in Anführungsstrichen weiterzuleiten. Deswegen zwei und die konnten auch bestraft werden mit Geldstrafen oder anderen Dingen, wenn sie sich nicht an die Regeln hielten. Das heißt, diesen übergeordneten fantastischen König der Spartaner gab es nicht und dann haben wir das auch mit den beiden Königen angesprochen. Die Struktur des Aufwachsens und der Ausbildung, die wir euch gerade beschrieben haben, hat eins nicht beinhaltet, nämlich das, was in Griechenland vorherrschend war, wenn man sich das leisten konnte. Lesen, Schreiben, Philosophie, Geschichte. Die meisten Spartaner waren exzellente Krieger, waren hervorragend ausgebildet und konnten so gut lesen, schreiben schon auch schwierig. Das heißt, das ist auch einer der Gründe, warum wir kaum Quellen aus der Zeit haben. Es gab keine Philosophen, es gab keine Historiker in dieser Kultur. Darauf war das gar nicht ausgelegt. Und auch das Schulwesen der damaligen Zeit. Es ging um Krieg, um Vormachtstellung, um Beherrschung, um Körperkult vielleicht ein Stück weit, aber eben nicht um die feinen Künste, sage ich mal. Und es gibt interessante Aussagen von Archäologen oder von Menschen, auch schon der damaligen Zeit, die Sparta gegenüber kritisch eingestellt waren, die gesagt haben, wenn diese Kultur mal untergegangen ist und man dann irgendwann vielleicht doch mal guckt, was so übergeblieben ist, dann wird man feststellen, so viel ist da gar nicht übergeblieben. Ein ganz, ganz wichtiger Aspekt und deswegen müssen wir uns immer auf so Sekundärquellen, die dann schon massiv politisch getönt oder zeitlich ganz weit weg waren, stützen, weil die sie selber haben so gut wie keine Geschichtsschreibung betrieben. Wir müssen, bevor wir auf die Schlacht bei den Thermopylen eingehen, noch kurz über die Schlacht beim Marathon sprechen, ungefähr 10 Jahre vorher. Die auch bei Herodot beschrieben wird, wo die Spartaner gegen die Perser auch ziehen wollten oder dann gezogen sind letzten Endes, ein bisschen zu spät. Also das war sozusagen das erste Mal, dass man mit den Persern kurz zuvor zu tun hatte unter König Dareios. Und da war eben auch klar, dass die Perser ihr Reich ausdehnen wollen und eine Gefahr für Griechenland bilden. Und bei dieser Schlacht von Marathon war es tatsächlich so, dass die Spartaner wegen religiöser Verpflichtungen zu spät zur Schlacht gekommen sind. Da war im Prinzip schon alles vorbei. Da sind sie dann angekommen. Also Athen hatte gesiegt. Es war eigentlich alles in Ordnung. Und dann kamen die Spartaner oder die Spartiaten noch dazu aufs Schlachtfeld und
waren dann da, aber es war alles gelaufen. Sie selber haben sich ja als direkte Nachkömmlinge von Herakles gesehen, also ihre Könige auch in der Abstammung von Herakles. Und ich schaue gerade nach, ich glaube, das Fest, was die Schlacht bei Marathon verhinderte, hieß, glaube ich, Kanern. Das war das Fest. Und es gibt Menschen, die heute sagen, stellen Sie sich vor, es ist Weihnachten und Sie müssen in den Krieg ziehen, das haben die nicht gemacht. Jetzt leben wir in einem zunehmend sich säkularisierenden Land und da wird natürlich nicht so viel Rücksicht drauf genommen, aber die Spartaner, die Spartiaten waren extrem religiös und das war das große Problem, es war Kanern und ihre Religion hat ihnen verboten, währenddessen in Kriegshandlungen zu gehen. So ähnlich wie bei den Olympischen Spielen, wo ja dann auch im antiken Griechenland alle Kriegsbemühungen ruhen mussten, solange wie die Olympischen Spiele stattfinden. Dafür hatte man dann ja die Olympiade, also die Zeit zwischen den Olympischen Spielen Zeit. Aber wenn die Spiele waren, galt es, Frieden zu halten. Und so ähnlich war es für die Spartaner auch bei Kanern. Also, und auch da sehen wir übrigens, 10 Jahre vor der Schlacht an den Thermopylen gab es schon die Bemühungen des Persischen Reiches in Griechenland einzufallen. Das Persische Reich damals ein riesiges Weltreich im Grunde genommen mit einer sehr, sehr großen Ausdehnung, lange vor dem Römischen Reich, eine echte große Weltmacht, die natürlich dann auch das Hellenische Reich sich einverleiben wollte. Und diese Schilderung, ihr habt es am Anfang gehört, das ist Sparta und dann wird der Bote da in den Brunnen geworfen. Genau. Es könnte sein, dass es einen Boten gegeben hat, der nach Athen geschickt worden ist vom persischen König und einen nach Sparta. Also wir reden auch wieder von Darius dem Ersten. Von Darius dem Ersten, genau, wollte ich gerade sagen. Aber das hat, wenn 10 Jahre vor der Schlacht mit den Thermopylen, wenn überhaupt, stattgefunden. Und es ist so die Frage, ob dieser Wurf in eine Schlucht bzw. in einen Brunnen, vermutlich in Sparta eher der Wurf in eine oder der das Schubsen in eine Schlucht und in Athen eher der Brunnen, ob das gleichbedeutend mit dem Tod war oder eher nur eine Nötigung, eine Schmähung dieses Boten, das heißt, dass er gar nicht gestorben ist, sondern dann danach laufen gelassen wurde, dann konnte er nach Hause gehen und sagt, die haben mich in den Brunnen geschmissen. Das ist nicht ganz klar, ob das ein Todesurteil ist. In dem Kinofilm natürlich ganz klar war der dann tot. Die Frage ist aber eher, ob man ihn da nicht herabwürdigen wollte und ihn dann nach Hause geschickt hat mit der Aussage, wir sind zu stolz, um uns dem Persischen Reich zu unterwerfen. So, jetzt kommen wir aber dann tatsächlich zu der Schlacht bei den Thermopylen, also eine große Kriegsbemühung. Wenn man denn dann Plutarch glauben darf, sind wir dann in so im Millionenbereich des Heers. Da gibt es dann amerikanische Forscher, die sagen, naja, eher wahrscheinlich eine Viertelmillion, viel mehr wird das gar nicht gewesen sein. Und dann gibt es nochmal europäische Archäologen und Experten der damaligen Zeit, die sagen, wahrscheinlich waren es eher sogar nur 50.000, weil so viele Menschen zu ernähren und die Nachschublinien aufrechtzuerhalten, ist eigentlich unmöglich, so dass wir auf jeden Fall davon ausgehen können, dass das Heer von Xerxes nicht im Millionenbereich unterwegs war. Es ist zweifelhaft, ob es eine Viertelmillion beinhaltet hat. Man muss vielleicht eher von 50.000 bis 60.000 ausgehen, was trotzdem ein riesiges Heer war. Und es gab dann die Überlegung, Schlacht von Marathon, da hatten die Griechen, die Athener ja ohne die Spartaner auch gewonnen. Das war ja so ein bisschen doof, weil sich natürlich jetzt herauskristallisierte, dass Athen schon alleine auch ziemlich cool unterwegs sein kann ohne die Spartaner und eventuell auch unbesiegbar ist. Und jetzt ergab sich aber die Situation, dass man dem Heer der Perser, diesem Riesenheer, sich entgegenstellen wollte und zumindest den Einmarsch verlangsamen wollten. Und da kommen wir jetzt so langsam zu den Thermopylen, ein Gebiet, was sehr, sehr eng war tatsächlich und wo man, also Thermopylen, heiße Quellen, da gab es heiße Quellen im Gebirge, die da lang liefen und man hatte ja zum Teil nur 15 Meter breit eine Fläche, über die die Perser hätten hineinkommen können nach Griechenland. Und die Idee war es jetzt hier mit einer kleinen Abordnung, auch wieder übrigens wegen Kanären, nicht richtig viele. Und Leonidas hat dann 300, auch das werden wir gleich nochmal ausführen, ob es wirklich nur 300 waren, Krieger mitgenommen und hat gesagt, da halten wir die auf. Und zeitgleich war es so, dass die athenische Flotte das Meer gesichert hat, sodass sozusagen auch die persische Flotte nicht von der Meeresseite
bei den Thermopylen angreifen konnte. Und so hatte man also einen schmalen, der damals wirklich schmal war. Damals wirklich schmal, heute durch Versandung und andere Dinge viel, viel breiteren Streifen. Und da war es dann unter Umständen denkbar, für die Spartaner die Perser aufzuhalten. Aber auch da muss man jetzt nochmal genau hinschauen, es waren nicht wirklich nur 300 Spartaner, die dahin gezogen sind. Also in dem Hellenenbund, der gegen die Armee von Xerxes gekämpft hat, waren einige vertreten, also einige Vertreter oder Soldaten der Stadtstaaten der verschiedenen, und es waren wirklich bei weitem nicht nur die 300, die unter König Leonidas gekämpft haben für Sparta. Und insofern muss man da auch schon ein bisschen, ja, die Zahlen anders bewerten. Also es waren sicherlich einige Tausend, die auf Seiten des Hellenenbundes gegen, aber trotzdem ein größeres Heer von Xerxes gekämpft haben. Spannenderweise war der Ort des Geschehens wirklich gut und praktisch gewählt, was so Militärstrategie angeht, weil man relativ lange die Truppen von Xerxes aufhalten konnte. Das ist also wirklich gelungen. Bloß irgendwann war dann klar, und hier, das ist natürlich auch schon wieder so eine interessante Geschichte, die fast so ein bisschen was wie eine Dolchstoßlegende ist, hat es dann einen Verräter gegeben, den Ephialtes von Trachis, der den Persern einen Weg durch die Berge gezeigt hat. Man hatte das so ein bisschen vermutet, dass sowas passieren könnte, und hatte versucht, auch die Berge abzusichern. Das hatten die Hellenen schon irgendwie auf dem Schirm, dass man da sich auch absichern muss. Aber dieser Verrat, dass dann wirklich die Truppen über diesen Bergpfad geführt werden, wiegt dann natürlich schwer. Und dann war irgendwann auch klar, das lässt sich nicht mehr halten, das Ganze. Und jetzt ist die Frage, einige von den Soldaten dieses Hellenenbundes sind dann abgezogen. War das jetzt ein, war das jetzt so, dass Leonidas gesagt hat, ja komm, dann zieht ihr halt ab und ich bleib hier mit meinen Leuten und noch ein paar anderen und wir halten das Ganze, wir halten hier die Stellung? Oder war es mehr so eine Flucht, die so als geordneter Rückzug dann verklärt wurde? Da weiß man es halt nicht. Das ist wieder so eine Sache, wie liest man die Quellen, wie bewertet man die Quellen. Auf jeden Fall sind viele von den Griechen abgezogen und es sind dann eben vor allem die Spartaner da geblieben, die Hopliten der Spartiaten. Und die haben dann sich wirklich nochmal in die Schlacht geworfen und Xerxes entgegengestellt, aber konnten dann natürlich auch nicht mehr allzu viel bewirken. Hopliten haben wir noch nicht erklärt, müssen wir einfach als Begriff, so wurden die Kämpfer dann genannt, die dann tatsächlich im Einsatz waren. Wir haben, je nachdem, wo man liest, ein Heer der Hellenen von 4000 bis 7000 Mann, die da bei den Thermopylen dann waren. Alleine bei den Spartanern war es so, dass jeder Spartiat, also jeder Soldat, ausgebildete Soldat, freie Bürger, eigentlich immer drei Heloten bei sich hatte. Immer. Das heißt, von Sparta losgezogen sind also mindestens 1200. Ja, weil nicht, also immer vier pro Ding. Also insofern ist diese Zahl natürlich deutlich größer. Du hast den Hergang natürlich schon beschrieben. Und was gelang tatsächlich bis zu diesem Verrat, war es natürlich, das persische Heer aufzuhalten. Und diese, die Perser sind dann gegen Athen aber dann weitergezogen, haben dann aber eine Niederlage tatsächlich erlebt. Also hat sich dann so in der nachfolgenden Geschichtsschreibung. Es gab dann die Schlacht bei Salamis zum Beispiel, wo dann eben auch der Hellenenbund siegreich war. Genau, und da hat sich jetzt dann, ähnlich wie ja auch dann im Film und all das, was wir jetzt so wissen, dann der Mythos herausgebildet, dass die Spartaner die Perser so lange aufgehalten haben, bis dann letztendlich das Hellenische Reich war in der Lage war, die Perser zurückzuwerfen. Und man muss eben sagen, dass diese 300, diese Zahl, das klang natürlich super, aber letztendlich dann doch waren es deutlich mehr. Es waren auch mehr Hellenen, die sich da hineingeworfen haben. Das hat sogar dazu geführt, dass die Thespier, glaube ich, so sagt man es, inzwischen ein eigenes Denkmal auch bei den Thermopylen bekommen haben, weil die auch mit mehreren Hunderten von Soldaten dort geblieben sind und sich dann auch geopfert haben. So, das heißt, nicht nur die Spartaner als Stadtstaat haben sich für das Hellenische Reich eingesetzt, sondern eben auch andere.
Und jetzt können wir vielleicht so langsam mal den Schwenk übernehmen, nachdem wir das jetzt beschrieben haben, was daraus resultiert ist und wie heute die Spartaner bewertet werden und auch von, sagen wir mal, gewissen Gruppierungen über die Zeit hinweg instrumentalisiert worden. Denn das ist auch ganz interessant. Vielleicht noch ganz kurz, damit was für alle, die diesen Film im Kopf haben, einmal gesagt haben, die Spartaner waren natürlich nicht nur mit einem roten Mäntelchen und einem Helm, wenn überhaupt, bekleidet, sondern sie hatten eine Rüstung sehr wohl an, und zwar eine Ganzkörperrüstung. Sie hatten auch Beinschienen. Und ich glaube, im Film trägt nur König Leonidas einen Helm. Den hatten auch alle Spartaner einen Helm. Sie hatten ein Schild, sie hatten einen Speer und sie hatten ein Kurzschwert. Das war die Ausstattung der Hopliden, der spartanischen Soldaten. So dass man also auch hier sagen muss, natürlich waren die auch mit einer Rüstung ausgestattet und sind nicht quasi mit einem Mäntelchen alleine in den Krieg gezogen. Wir haben in den Quellen eigentlich auch viele Dinge, viele Motive, die uns sehr, sehr ansprechen, emotional auch heute noch. Insofern hat der Film, der ja einige von diesen Zitaten, wenn sie auch zu anderen Zeiten oder von anderen Leuten stammen, einiges mitgeliefert, mit dem wir uns heute noch identifizieren können. Wir können gleich noch über den Film reden. Wir sagen es jetzt aber schon einmal, es ist natürlich die Verfilmung eines Comics. Genau. Es weder Frank Miller noch Zack Snyder hatten jemals vor, eine Dokumentation über die Schlacht bei den Thermopylen zu drehen. Also so viel muss man ihnen natürlich zugute halten. Ja. Es gibt ja diese berühmten Zitate, zum Beispiel von den Frauen über ihre Männer, die für Sparta in den Krieg ziehen. Entweder ihr kommt mit dem Schild zurück oder auf dem Schild. Das sind natürlich Sachen, die aus den Quellen irgendwo belegt sind. Wie auch immer vorsichtig man diese Quellen bewerten muss. Das hat es gegeben und das spricht uns sicherlich auch heute noch an, wenn wir sagen, wir brauchen Heldenmut. Wir müssen irgendwie für eine Sache einstehen und wirklich bis zum Ende durchhalten. Wie auch immer man das selber bewertet für sich, es spricht uns, denke ich, schon auf irgendeine Art und Weise emotional an. Oder dieser berühmte Ausspruch, der wirklich, Achtung, als lakonisch zu bezeichnen ist. Also der Ausdruck lakonisch nach der Region Lakonien, in der Sparta liegt. Wenn eben die Pfeile des Feindes den Himmel verdunkeln, die Antwort, ja, dann kämpfen wir eben im Schatten. Also das sind natürlich solche Antworten, solche Einzeiler, die fast schon so als Werbespot für Sparta und für diese Kriegerkaste, die man da hat, gelten können. Und das ist natürlich etwas, was man auch heute noch wahnsinnig gut irgendwie für irgendwelche Zwecke verbraten kann. Vielleicht ganz kurz, haben wir noch nicht erwähnt, die Perser eigentlich sehr, sehr erfolgreich, weil sie zu Pferd sehr, sehr gut kämpfen konnten. Sie hatten Bogenschützen dabei. Der Kampf zu Pferd war nicht etwas, was im Hellenischen Reich üblich war. Aber dadurch, dass man ja an den Thermopylen sich ihnen gestellt hat, an dieser Enge, war dieser Vorteil der Perser genommen. Nichtsdestoweniger hatten die Perser Bogenschützen und das galt im Hellenischen als eher unehrenhaft im Rahmen von Kriegsbemühungen, weil man sich nicht direkt gegenüberstand. Dann haben wir die beiden Aspekte auch noch kurz angesprochen. Der Kult der Spartaner, ja. Da wolltest du ja gerade darauf überleiten. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass der relativ schnell losging und dass Sparta da auch selber mitgearbeitet hat an diesem Mythos Spartiaten und Mythos Sparta. Und da muss man eben sagen, das ist als Vorbild, als Leinwand für einen Staat, der sehr, ich formuliere es vorsichtig, sehr rigide ist und sehr streng und seine Bürgerinnen und Bürger vollkommen vereinnahmen möchte, sehr, sehr geeignet. Also ob das jetzt ein Kaiserreich ist, in dem Kinder gedrillt werden oder selbst in der Habsburger Familie die Thronfolger militärisch schon von frühester Kindheit an gedrillt werden, mit den Bemühungen, mit dem Ziel, sie abhärten zu wollen, sie wirklich zu Soldaten erziehen zu wollen, die von nichts Angst haben, die alleine im Dunkeln sein können und alleine ums Überleben kämpfen können, schon als Kinder, und sich durch nichts aus der Ruhe bringen lassen. Also all diese Dinge hat man dann natürlich in der Geschichte auf der Basis dieses Mythos hinterher verwendet. Und wenn wir heute darüber reden müssen, dass sich nach diesem Film, nach 2006, auch gewisse
rechte Gruppierungen daran orientieren und das eben für ihre Zwecke auch ausschlachten möchten, die Motivik, dann wird es natürlich auch in gewisser Weise gefährlich. Also wenn man jetzt konkret darüber spricht, dass die identitäre Bewegung sich das Lambda für Lakonien eben, also dieses Lambda für Sparta, das auf den Schilden zu finden war, als Logo aussucht und damit natürlich etwas Bestimmtes ausdrücken möchte, nämlich dieses Kämpfen für eine Sache, also angeblich für den Staat, den man haben will, für die Demokratie auch. Was gegen Überfremdung vor allen Dingen auch. Gegen Überfremdung. Also dieses Einstehen und bis zum letzten Mann kämpfen für etwas halte ich jetzt für ziemlich bedenklich. Wir haben auch kaum darüber gesprochen, wie sehr sich Sparta nach außen abgeschlossen hat und dass das auch mit ein Grund ist, warum man nicht allzu viele verlässliche Informationen auch hat, bis auf diese historischen Quellen, die man mit Vorsicht genießen muss. Also Sparta ist mit den Leuten drumherum nicht besonders gut umgegangen und hat eben sich sehr abgeschlossen und war sehr in sich geschlossen, so als Gesellschaft. Und wenn man das sich aus heutiger Sicht als Vorbild nimmt, dann kommt man unter Umständen auf einen unguten Weg. Wir können auch nochmal den Bezug ganz klar zu den Nationalsozialisten zurückführen, die natürlich sowieso in ihrem Bild der Arier sich so ein bisschen an diese griechischen Abbildungen auch halten wollten. Wir müssen uns nur die Filme von Leni Riefenstahl, den Körperkult der Nazis uns vor Augen halten. Nicht also der Arier quasi wie ein Marmor-Denkmal gemeißelt. Es gab dann sogar Bemühungen innerhalb der nationalsozialistischen Bewegung aus den Spartanern Abkömmlinge von Ariern zu machen, die dann zufällig in Griechenland gesiedelt haben, die aber gar nicht sonst zu den Hellenen gehört haben. Und, glaube ich, etwas, was man auch nochmal erwähnen kann, die nationalpolitischen Erziehungsanstalten oder Lehranstalten, NAPULA oder NPA, also die Schulen für die Elite der SS, der Nationalsozialisten, wo dann ja auch Jungs sehr früh in solche Internate, Erziehungsanstalten gesteckt wurden, um zum einen natürlich indoktriniert zu werden, zum anderen aber auch trainiert zu werden. Und da kommen natürlich Parallelen zur Agoge auf. Und dass so ein Unrechtsstaat, so ein totalitäres System das ganz gut fand, ist kaum verwunderlich. Und man muss es auch einmal ansprechen, auch wenn man sich vielleicht heutzutage damit keine Freunde mehr macht. Auch die DDR hatte ähnliche Systeme. Da war es auch sehr, sehr wichtig, sehr früh dann in die Jugendkader, die durch die Partei natürlich gesteuert waren und beeinflusst waren, aufgenommen zu werden. Auch das war ein ähnliches System. Früh an die Jugend herangehen. Natürlich den Jugendlichen irgendwas bieten, was man sonst nicht bekommen konnte, aber das hatte nur einen Zweck, nämlich politische Indoktrination und Ausrichtung auf diesen totalitären Staat. Und das erleben wir natürlich in vielen, vielen anderen Ländern der Welt auch, aber da müssen wir mal ausnahmsweise nicht woanders hingucken, um im Finger zeigen, sondern müssen uns eigentlich nur an unsere eigene Geschichte in unseren beiden Ländern zurückerinnern. Ich finde es wahnsinnig spannend, sich mit diesem Stadtstaat auseinanderzusetzen. Das antike Griechenland ist ohnehin faszinierend, allein weil es überhaupt nicht so homogen ist, wie wir das unter Umständen in Erinnerung haben. Wenn wir uns da vielleicht an den Schulunterricht, an den Geschichtsunterricht in der Schule erinnern, die verschiedenen Stadtstaaten, die unter Umständen sehr, sehr unterschiedlich sein konnten und auch wirklich höchstens ein sehr, sehr loser Bund zeitweise gewesen sind und sich unter Umständen auch untereinander nicht ganz grün gewesen sind, dann ist es natürlich gut, wenn man diese Komplexität im Hinterkopf hat. Und das macht, glaube ich, auch einen Teil dieser Faszination aus. Diese Komplexität hatte ich ja am Anfang schon angedeutet. Insofern müssen wir aufpassen, dass wir, wenn wir uns mit Sparta beschäftigen und auch, finde ich, mit dem Film 300 beschäftigen, nicht unsere moderne Brille so auf dem Kopf haben, durch die wir alles betrachten oder vielleicht auch unsere eigenen Vorstellungen damit einfließen lassen. Der Film ist, also ich weiß noch, dass, ich will es nur ganz kurz ansprechen, ich weiß noch, dass ich den damals, als der ins Kino kam in Deutschland, ich weiß jetzt nicht, ob es da auch 2006 war oder 2007, dass ich den relativ cool fand, aber dass es mir schon so ging wie bei
sehr, sehr vielen Zack Snyder-Filmen, dass die Darstellung mir so ein bisschen Bauchschmerzen bereitet hat, weil entweder das liegt an mir und ich kriege einfach seine Form von Ironie irgendwie nicht verknust. Denn er sagt ja immer, dass das alles so überzogen und ironisch ist, dass man das gar nicht ernst nehmen kann. Und natürlich ist es eine Comic-Verfilmung und er hat sicherlich auch recht. Finde ich, also ich kriege es immer nicht so auseinanderklamüsert, ist das jetzt ironische Brechung oder ist es Verherrlichung von irgendwas? Und wenn es Verherrlichung wäre, dann würde ich es als problematisch empfinden. Also ich mache niemandem wirklich nicht zum Vorwurf, wenn er sagt, der Film ist irgendwie cool, der unterhält mich. Aber vielleicht sollte man auch von dort aus so ein bisschen zum kritischen Hinterfragen der historischen Vorlage kommen. Also richtig spannend wird es ja, wenn du von so einem Film ausgehst und dann sagst, wie war denn das eigentlich wirklich und was weiß man denn darüber und woher weiß man das? Ich finde, wenn man da ansetzt und weitermacht und nicht aufhört bei dem Film und sagt, Jumi, das war alles mit den Nashörnern und den Elefanten und dem Xerxes, der da irgendwie ein bisschen merkwürdig dargestellt ist, die da, genau. Also wenn man da nicht aufhört, dann ist man auf einer faszinierenden Reise und ich würde das einfach allen empfehlen, mal ein bisschen einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Es gibt wirklich spannende Projekte im Netz und spannende Quellen im Netz, wo man sich wirklich umfassend informieren kann, weil sehr, sehr viele Leute gesagt haben, ja, der Film, schön und gut, aber was steckt denn wirklich an Fakten dahinter? Wir werden einiges davon verlinken, da könnt ihr euch einlesen. Das ist relativ viel, macht aber auch Spaß und hilft tatsächlich immer diese Quellenlage mit archäologischen Funden, diesen Abgleichungsschritt besser zu verstehen. Und ich habe auch im Hinblick auf diese Recherche für diese Episode wieder mehr gelernt, nehme vieles von dem, was ich auch unkritisch angenommen habe von der spartanischen Kultur, jetzt nicht mehr als so gegeben an, sondern bin da etwas vorsichtiger und hoffe, dass vielleicht die Archäologie uns da noch mehr Antworten geben kann und kann aber das, was wir aktuell wissen, mit einer gewissen Vorsicht oder einer gewissen Sicherheit, je nachdem, wenn man sich das dann durchliest, was man findet, mehr genießen, als am Ende zu glauben, dass man durch das Schauen einer Comic-Verfilmung etwas weiß über die Zeit, egal wie akkurat das an der einen oder anderen Ecke des Films vielleicht dann auch dann doch gewesen sein mag, ist so ähnlich wie bei der Tatort Dallas, dem John F. Kennedy Attentatfilm von Oliver Stone, wo ich auch gedacht habe, boah cool, jetzt habe ich das alles verstanden. Das ist eine Doku und es ist halt ein völlig fiktionaler Film. Das muss man einfach lernen und wenn man dann diesen Schritt gemacht hat und dann Lust und Zeit hat zu recherchieren, dann ist es super. Und das ist ja eigentlich das, was wir euch auch hier in dieser 300. Episode vermitteln wollen. Genau. Und eine spannende Frage kann ja auch sein, wenn ich etwas total cool finde, warum finde ich das denn cool? Und was genau daran finde ich cool? Dann kommt man vielleicht auch dazu, sich selber ein bisschen zu hinterfragen. Damit sind wir am Ende dieses Themas und wollen dann jetzt nochmal erfahren, was es denn mit dem Foto von Buzz Aldrin und Neil Armstrong auf sich hat. Die Auflösung. Ich habe euch insofern heute in der Story Mumpitz erzählt, als das Foto, das ich beschrieben habe, natürlich nicht belegt, dass die Mondlandung gefaked ist. Das Foto existiert tatsächlich. Und es hat auch einen Kontext, der total Sinn macht, nur wurde der in diesen ganzen Social-Media-Meldungen, die dazu kursieren, unterschlagen. Wenn man nämlich die NASA fragt, dann war das, was ja auch total sinnvoll ist, eine Übung für die Mondlandung. Also wer auf dem Mond landen möchte und da im Raumanzug irgendwelche Dinge, so wie Gesteinsproben sammeln und so, machen möchte, der sollte das vielleicht vorher üben. Und genau das haben die beiden auf dem Foto, also Neil Armstrong und Buzz Aldrin, gemacht. Die haben eine gewisse Zeit, also ungefähr so 2,5 Stunden in diesen Anzügen verbracht und haben auf einer Oberfläche, die man halt versucht hat, so ein bisschen nachzustellen, genau diese Dinge durchgeführt, die sie dann auch auf dem Mond vorhatten. Also diese Gesteins- und Erdproben zu sammeln, wissenschaftliche Geräte aufzubauen und andere Dinge, die man halt so auf der Mondoberfläche vorhatte. Also es macht total Sinn, dass das so ausgesehen hat, wie es ausgesehen hat, war aber eine Übung, die einige Zeit vor der tatsächlichen Mondlandung stattgefunden hat. Spannend. Damit schließt die
300. Episode von Hoaxilla. Und all diejenigen, die vielleicht die 300, die erste Folge übersprungen haben, würden wir nochmal bitten, euch diese Minuten einmal reinzuladen und nochmal anzuhören, weil es doch da über die Zukunft von Hoaxilla geht, wie wir uns zukunftssicher aufstellen wollen. Bitte hört das, überlegt, ob ihr uns da auch bei unterstützen könnt, damit auch Hoaxilla in die nächsten 300 Episoden und in die nächsten 12 Jahre gehen kann. Etwas, was wir uns sehr, sehr wünschen würden. All diejenigen, die uns auf allen Ebenen unterstützen, bei denen möchten wir uns jetzt schon ganz, ganz herzlich bedanken und sind da schon sehr, sehr glücklich und froh darüber, dass ihr das tut. Alle anderen hören vielleicht nochmal 300 die erste und es gibt ganz, ganz bald dann schon die 301. Folge. Also nicht, also drei, nicht 300 die erste. 301. und die, drei, kompliziert. Die 301 wird eine Episode sein, wo wir mal einige andere Themen aus den vergangenen 12 Jahren nehmen und ein wenig aktualisieren werden, weil sich dann doch an der einen oder anderen Stelle etwas ergeben hat, was man ergänzen kann. Und das machen wir dann in der 301. Episode, die dann hoffentlich ein bisschen bunter ist, was die Themen angeht. Und dann machen wir natürlich wie gewohnt weiter. Themen haben wir genug. Es wird nicht langweilig. Oh ja. Und wir wünschen euch da draußen alles Gute und natürlich immer schon skeptisch bleiben. Tschüss. Der Hoaxilla Podcast ist ein kostenfreies Projekt und soll das auch immer bleiben. Das ist uns sehr wichtig und du kannst uns dabei helfen, so wie das schon viele andere tun. Vielen Dank dafür. Hoaxilla unterstützen geht dabei ganz einfach, zum Beispiel durch einen kleinen monatlichen Dauerauftrag von 1 Euro im Monat auf unser Geschäftskonto oder via PayPal. Wie das genau funktioniert, seht ihr auf hoaxilla.com unter dem Punkt Unterstützen. Schickt Fragen, Anmerkungen oder Feedback an info@hoaxilla.de. Und wenn ihr mögt, dann bewertet uns doch bei iTunes oder einer der anderen Podcast-Seiten, die uns führen.